ein offizieller Wahlkampfauftakt mal ganz anders, nämlich im Kreis derer, die mir so wichtig sind, die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes, aber auch vieler Freunde und Unterstützer. Und deshalb mal ganz anders hier im Domstiftsgut Mützow. Petrus hat es gut gemeint und mit schöner Stimmung und guter Musik, denke ich, haben wir eine Einstimmung gefunden, die uns alle gut aufstellt und für mich hoffentlich den Erfolg bringt, den ich mir natürlich wünsche. Wer mich kennt aus der Zeit meiner vorhergehenden Tätigkeit, weiß, dass gerade das Thema Gesundheit für mich in der Stadt von besonderer Bedeutung war. Wir, die wir hier bis 1994 in Größenordnung Stahl produziert haben, heute selbstverständlich auch, wir haben heute einen Status erreicht, davon hätte man nie geträumt. Und das finde ich ganz wichtig und das finde ich schön. Wirtschaft selbstverständlich, soziale Marktwirtschaft hat an erster Stelle Marktwirtschaft, die sozial geprägt ist. Und das Ehrenamt, ich will nicht sagen, das, was wir gerade an so vielen Stellen auf der Welt in der unmittelbaren Umgebung erleben, heißt, was wären wir ohne das Ehrenamt, gar nicht wegzudenken und leider an viel zu vielen Stellen mit Aufgaben versehen, die eigentlich anderweitig erfüllt werden müssen. Und da sieht man schon, wie groß die Herausforderungen sind. Es war für mich sehr deutlich zu erfahren, zum einen, die Stimmung ist gut. Man ist natürlich ein Stückchen beunruhigt, was die Umfragewerte der CDU betrifft. Ich glaube, das ist auch berechtigt. Aber darauf haben wir nicht zu setzen, sondern für mich ist wichtig, ich möchte natürlich ein Direktmandat ziehen und werde alles dafür tun, dass die CDU auch entsprechend gut aufgestellt ist. Dafür brauchen wir jede Stimme und dürfen uns auf nichts verlassen, wo man vielleicht sagt, oh, wird schon gehen. Kein Thema, sondern wir kämpfen um jede Stimme. Und das habe ich heute mitgenommen, dass die ganze Truppe dahinter mir steht. Und da werden wir das schaffen.